Guten Tag, salve a tutti. Mein Name ist Christian Schlegel, es ist Samstagmorgen, es ist der 11. Juli. Aber in eigener Sache, ich werde ab Ende nächster Woche, bin ich im Urlaub, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe, am Freitag einen Film zu machen. Muss ich gucken, ich bin dann bis Ende des Monats weg. Mal schauen. Vor euch liegt der DAX, eine Kerze, ein Tag. Ich habe hier oben diese Linie mal ein bisschen fetter gemacht, damit ihr wisst, weil ich roll gleich ein bisschen näher ran, woher die kommt. Die kommt also aus 2019, das ist so um die 13.000 herum. Mit der hatten wir ja auch schon Kontakt Anfang Juni. So, und dann gehe ich hier rein, damit man alles ein bisschen besser sieht. Das Erste, was mir auffällt als großer Fan von den Bollinger Bändern, ist, die sind noch mal enger geworden. Letzte Woche waren wir irgendwo bei 900 Punkten, jetzt sind wir bei 826 Punkten. Das ist insgesamt sehr, sehr wenig. Man sieht, ich mache es ein bisschen größer, das obere hat sich fast gar nicht bewegt, während das untere, weil wir ja oberhalb des Bandes, der Mitte des Bandes geblieben sind, hat sich das untere nach oben bewegt. Das hier ist die 200-Tage-Linie. Wir hatten ja neulich diesen Kuddelmuddel zwischen 10, 20 und 200-Tage-Linie. Das hat sich jetzt positiv aufgelöst. 10 liegt über 20, liegt über 200. Das ist grundsätzlich von der Trendfolge her positiv. Wir sind näher am oberen Band, das liegt momentan bei 12.787, als am unteren. Das, so gesehen ist das eher positiv, gar keine Frage. Diese Linie hier ist etwas unterhalb von 13.000, das ist die, die ich sagte, dass sie von 2019 kommt. Also hier sieht es gar nicht so verkehrt aus. Startschuss für eine weitere Bewegung nach oben sind die 12.857, das ist hier. Aber bitte mit Schlusskurs. Ich finde den Markt insgesamt, also den DAX, sehr schwierig zu handeln. Ich hatte das letzte Woche avisiert, ich habe kein einziges Stück im DAX gehandelt. Ein DAX in engen Bändern in der Seitwärtsrange, und nichts anderes ist das hier seit Beginn Juni, ist schwierig. Da braucht man wirklich die Chuzpe am richtigen Fleck. Ich habe es ganz gelassen. Der Trendfolger MACD ist weiterhin völlig neutral. Aber, und das muss ich dazu sagen, der ist in einer hervorragenden Ausgangslage, weil, mal schauen, kriege ich das besser hin, ja. Ich unterteile ja immer zwischen traditioneller Sichtweise und moderner Sichtweise. Auch wenn man das hier kaum sieht, die moderne Sichtweise ist leicht positiv. Und die traditionelle braucht nicht viel, um positiv zu werden. Das heißt, wenn der DAX hier drüber geht, über diese 12.857, beziehungsweise über das obere Band, das liegt momentan bei 12.787, dann springen hier die Ampeln auf grün. Für zwei Gruppen der Händler, die traditionellen und die moderneren. Und die Stochastik hier ist im völligen Neutralbereich. Also ich gebe dem Markt momentan eine 60-40 Chance nach oben. Wenn ich wieder irgendein Spruch von irgendeinem Politiker kommt, irgendeine Statistik, die sagt, wir sind ja alle am Ende der Welt, hat das Ding für mich mehr Potenzial als Risiko. Und ich meine das mit 60-40. Und die Angst geht um, machen wir uns da nichts vor. Die Zurückhaltung der Endanleger ist da und für Endanleger ist das hier auch kein echter Markt. Fürs Daytrading ist das okay, wenn ich das jetzt hier auf 5 Minuten drehen würde, wäre das wahrscheinlich in Ordnung. Also ich bin der Meinung, der Freund sieht insgesamt gar nicht so schlecht aus. Meine Meinung muss ich ändern, wenn wir unter 12.000 schließen. Und zwar unter 11.970. So, und da gucken wir jetzt mal nach Scheinen. So, und da hätte ich folgendem Call im Angebot. Das ist von Goldman Sachs ein Open-End-Schein, unlimitiert. Das ist eine Basis 11.969, im Moment ein 17er Hebel. Das hier, das Band liegt bei 11.981. Und 11.970 wäre also bei mir der Punkt, wo ich sage, okay, der Markt sucht irgendwie tiefere Regionen auf. Deswegen lege ich ihn hier drunter, er liegt unter 10, 20 und unter 200-Tage-Linie. Das Band wird steigen am Montag. Also unwesentlich, aber es wird steigen. So nichts anderes passiert. 11.981, wie gesagt, ist das untere Band. Deswegen, das ist mir eine ganz gute Basis. 17er Hebel, 11.969 steigt jeden Tag ein bisschen. Ach so, wenn mal einer fragte, wie viel steigt das? Das steigt um LIBOR, also London Interbank Offer Rate. Da ist die Basis der täglichen Veränderung, falls das jetzt nochmal einen interessiert. Die Kennnummer ist die Gustav Cäsar 6 Unsindora Ludwig GC6UDL. Gucken wir mal nach dem Put.
Also ich vertrete nach wie vor die Ansicht, wenn wir das obere Band, hatte ich jetzt vorhin explizit erklärt, überbieten mit Schlusskurs, insbesondere diesen ganzen Bereich 12.787 oder hier die 12.857, dann knallt er auch nochmal 200, 300, 400 Punkte hoch. Deswegen möchte ich auf gar keinen Fall einen Schein haben, der hier oben irgendwo liegt, weil da kann ich dann zusehen, wie der in meinen Händen schmilzt. Brauche ich nicht. Deswegen muss ich hier einen höheren Hebel nehmen, ob ich will oder nicht. Einfach, um nicht in die Gefahr zu laufen, hier unten, also dass ich überrannt werde und verliere dann 200, 300, 400 Punkte. Ich muss einfach einen höheren Hebel nehmen, näher an der Basis zu sein. Und jetzt wird der eine oder andere heulen, aber ich denke, das macht Sinn. Das ist ein 42er Hebel hier, 13.018. Damit sind wir in dem Bereich der Kurse von 2019, in den Unterstützungsbereich, hier diese schwarze Linie, noch drüber. Aber ich bin nicht bereit, da mehr zu investieren, im Sinne von mehr verlieren zu wollen. 13.018, 42er Hebel, ja. Das ist die GB9 SDQ, GB9 Siegfried Dora Q. Tja, so sieht es aus. Also ich präferiere einen Anstieg, der locker an die 13.000 gehen kann, so es keine wilden Neuerungen politischer Art und Weise gibt oder der Äußerung. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.